Gut, aber ja. Gehen wir rüber zu unserem Schwerpunkt für heute. Und zwar sprechen wir über die EM in Deutschland. Und das ist natürlich so halb international, halb lokale Nachrichten. Und wir beginnen halt erstmal so grundsätzlich mit der EM an sich. Und da habe ich jetzt nichts großartig Passendes gefunden. Und ich fand halt, aber das fand ich halt ganz nett. Ich habe halt so nach Kritik Videos dafür gesucht oder so. Und es gibt so wenig. Also, wenn man sich mal überlegt, was jetzt zum Beispiel bei der WM rund um Brasilien oder Katar oder so da los war, an öffentlicher Diskussion darum. Und das Ereignis jetzt, da gibt es halt wirklich, zumindest im deutschsprachigen Raum, halt sehr, sehr wenig Diskussion halt drum. Also fast gar nicht, wie gesagt. Und das ist halt so, das werden wir uns jetzt nicht ganz geben. Das ist so ein längerer Beitrag von so 24 Minuten. Aber ich fand den Anfang schon ganz nett, um halt so ein paar Punkte mal aufs Tableau zu bringen, die wir diskutieren können, so grundsätzlich zu EM. Europa liegen mit der Wahl schwierige Tage. Kommt da die Europameisterschaft genau richtig? Ich sag mal so, wir genießen das jetzt besser, denn es ist ein teurer Spaß, den wir uns hier leisten. Während die UEFA massive Gewinne einfährt, laden wir die Steuerzahler in ganz Europa ein. Das wäre der erste Punkt. Also wir können, denke ich, die sind immer, dass die Punkte so kommen und das, da können wir immer so einzeln drüber sprechen, wenn wir wollen. Ja. Erstmal vielleicht noch einmal zum anfänglichen Punkt. Vielleicht hättest du mal bei Al Jazeera schauen sollen, ob über die deutsche EM berichtet wird. Yeah. Das könnte vielleicht so ein, jetzt einmal so Schlag zurück nach Katar sein. Aber mit diesem ganzen Kostenpunkt, das ist ja eigentlich so die Grundkritik, die immer kommt, wenn es, also egal ob jetzt Olympische Spiele, EM, WM irgendwo in einem Land stattfinden, da wirst du ja immer Leute haben oder bei irgendwelchen Großevents, die sagen, das kostet richtig viel Kohle, dafür habt ihr das Geld, während ihr für die Sachen hier bei uns kein Geld habt. Das ist erstmal natürlich ein Punkt, den man so anerkennen kann. Ja, das stimmt. Da an einer Stelle sparen sie oder scheißen drauf und an einer anderen Stelle geben sie dann für Pomp, Brot und Spiele dann Kohle aus. Das ist erstmal ein recht grundlegendes Problem. Die Gegenargumente, die natürlich dann immer gebracht werden, ist, ja, das bringt aber natürlich auch der lokalen Wirtschaft was. Ja, das ist ein Konjunkturprogramm, also ganz klar, würde ich sagen. Genau, ja. Das bringt bestimmte Großaufträge rein, schafft dann Arbeitsplätze, gerade in der Baubranche. Also das ist jetzt in Deutschland nicht so bei 650 Millionen Euro. Klingt jetzt tatsächlich für die ganze EM auch erstmal recht günstig, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir einfach eine sehr gute Stadioninfrastruktur Ort haben. Und deswegen, das ist halt auch was, das muss man dann irgendwie gelten lassen. Deswegen finde ich den Punkt jetzt immer nicht so absolut herausragend, weil es ja einfach so ist. Und ich weiß auch von genug Leuten in Deutschland, die sagen, ja, jetzt irgendwie auf die Person gerechnet, was das dann an Steuergeld kostet, könnte man ja auch jetzt, wie viel sind wir inzwischen in Deutschland in Bevölkerung? 84 Millionen? Kannst du dann die 650 Millionen eben wieder durchteilen und dann gucken, wie viel das pro ideellen Steuerzahler, weil natürlich nicht alle von denen dann irgendwie steuerliche Abgaben machen, außer die Mehrwertsteuer, dann zahlen. Dann kannst du ja gucken, wie viel am Ende bei rumkommt. Da werden wahrscheinlich viele sagen, ja, das lasse ich mir das auch mal ganz gerne kosten. Ja, und ich glaube da schon, dass sich das halt, wenn man jetzt rein an den Standort Deutschland denkt, und das tut ja die Zeit normalerweise auch gerne, dann rechnet sich das, glaube ich, für den Staat. Ja, es klingt halt immer nach so viel, ne? Wenn du so eine Summe in den Raum stellst, irgendwie so und so viel an Millionen, Milliarden wird für dieses und jenes ausgegeben, das ist erstmal eine Zahl, wo alle sagen, oh, ja. Wie viel Tüten Milch hätte ich mir davon kaufen können? Ja, gucken wir mal weiter. Laden wir die Steuerzahler in ganz Europa ein. Aber die UEFA gibt uns doch bestimmt irgendwas zurück, oder? Das ist aber auch wirklich so ein... da möchte man fast irgendwie, wenn man jetzt aus einem anderen Kulturkreis kommt, irgendwie so einen Witz über so Deutsche und Gastfreundlichkeit machen. Ja, wir laden ganz Europa und wir zahlen auch noch dafür. lieber Mohammed, wir wollen jetzt essen, ne? Du gehst dann jetzt nach Hause oder verkriegst dich in das Zimmer von dem Max? Oder?
Hallo und willkommen zur 44. Folge von Was jetzt die Woche. Was ist es nicht schön? Endlich ist es soweit. Endlich wieder gemeinsam Fußball schauen. Genau so. Und das Beste ist, bei Fußball kann man nicht nur leidenschaftlich mitfiebern, man kann auch noch richtig viel Kohle verdienen. Die teuersten Sitze für das Finalspiel werden von 950. Ja, das wäre natürlich der nächste Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde aus einer Fansicht. Also, ich glaube, ihr sagt jetzt halt da, ne, ich kann mal kurz ein. 45 Euro, damals im Wembley-Stadion, auf rund 2000 Euro steigen. Das ist unfassbar, ne? Also was da an Ticketpreisen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es halt niemals so viel Geld für Fußball Leute blechen mussten wie jetzt. Das ist halt absurd, was da für Preise sind. Warte mal, worauf waren jetzt die 2000 Euro bezogen? Kannst du noch einmal kurz zurückmachen? Also er meint halt 45 von Wembley bis 2000 jetzt oder so. Also ich glaube, der Typ labert halt, dass es halt einfach teurer geworden ist. Weil, also wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja jetzt nur noch personalisierte Tickets, ne? Und da, eigentlich soll ja der Schwarzmarkt dann komplett unterbunden werden dadurch. Ist das jetzt der offizielle Preis für ein Ticket im Finale für irgendwie die besten Sitze oder was? Okay. Genau, kann ich es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht in dem Beitrag halt behandelt. Aber es geht ja einfach erstmal nur darum, ging ja auch rum, so, ne, wie teuer halt einfach auch schon normale Plätze halt sind. Ja, absolut. Also ich finde das auch dafür, also es wird sich ja auch wirklich um diese Plätze richtig geprügelt. Ne? Ja. Also ich hatte das, ich hatte tatsächlich gestern ein Spiel gesehen, nämlich Italien-Albanien. Und das war ja auch hier bei uns in, also ich war jetzt nicht selber im Stadion, ne? Joshua hat 2000 Euro von euren Spendengeldern auf den Kopf gehauen, um im Roten Meer mit dem Doppeladler zu sitzen. Ich habe mich mit dem einen Typen aus dem Chat getroffen, genau. Unserem Faschismus-Stream. Naja, auf jeden Fall, da fand ich das schon echt krass, da waren ja, ich glaube, über 50.000 Albaner dann hier in Dortmund im Stadion, also wirklich komplett gefüllt, und wenn du dir dann die Preise überlegst und dann, dass so viele Leute halt auch dafür dann anreisen, ne? Dortmund war hier auch komplett voll, die Hotels ausgebucht, wirklich alles voll mit albanischen Fans, das ist schon beachtlich, wenn du überlegst, was die Leute dafür hinblättern. Ja, du kannst jetzt auch, wenn du jetzt halt hier zum Beispiel in Dortmund eine Wohnung irgendwie deine Couch vermietest oder so, kriegst halt 300 Euro oder so dafür, kannst du die Leute abziehen, wenn du willst, macht natürlich keiner, der vernünftig ist. Ja. Die UEFA rechnet mit satten 1,7 Milliarden Euro Gewinn. Logisch, dass sie da 16.000 Ehrenamtliche engagiert, die kostenfrei arbeiten, die Arbeitswege und die Übernachtungen selbst übernehmen und keine Tickets dafür kriegen. Aber der Deal ist, du kriegst Essen und eine Uniform, die du behalten darfst. Danke. Die UEFA rechnet währenddessen. Ja, das fand ich halt auch ganz geil, dass sie jetzt ansprechen, dass halt die Leute da halt eben ausgebeutet werden, die da halt dann, die da halt mitarbeiten, ne? Dass sie dann halt ja was zu essen und irgendwie ein Trikot oder so bekommen. Anstatt irgendwie ein Ticket für ein Spiel oder so zumindest mal oder so. Ja, das ist halt auch so die Sache. Ich finde das ja generell auch von dem, was ich so von Vereinsfußball mitbekomme, teilweise sehr fragwürdig, wie Vereine auch darauf setzen, bei der Arbeitskraft richtig, richtig viel Kohle zu sparen, indem sie sich einfach auf die Fans verlassen. Also sowohl in so Hilfspositionen, als natürlich auch, dass es dann so Sachen gibt, dass Ultragruppierungen für irgendwas Geld sammeln, damit der Verein das nicht zahlen muss, wo ich mir dann immer denke, was da dann eben für Gewinne eingestrichen werden und dann eben in den oberen Ligen eigentlich verteilt werden oder dann natürlich auch zur Konkurrenzsicherung gegen die anderen Vereine einzusetzen. Das ist schon ein sehr, sehr großes Problem, und das finde ich bei Fußball nochmal sehr beachtlich, wie da eben eigentlich Fans und Fangruppierungen ausgebeutet werden, um eben an Arbeitskraft zu sparen. Ja. Und jetzt hier bei der EM ist es, glaube ich, nochmal besonders dramatisch. Ja.
mit einer Gewinnsteigerung von 25% im Vergleich zu 2016. Eigentlich würden für die UEFA damit auch 250 Millionen Euro Steuern anfallen. Diese würden zwar nicht unsere Ausgaben decken, aber immerhin. Nur leider schwebte der letzten Bundesregierung da was anderes vor. Wie viel? Das geht uns leider nichts an. Zum Umgang von Steuergarantien können wegen des Steuergeheimnisses keine offenen Angaben gemacht werden. Wie praktisch. Sven-Christian Kindler kritisiert die Antwort der Bundesregierung als unverschämt. Die UEFA. Mach mal einen weiter, nur eine Sekunde. Ja. Das ist ein Milliardenkonzern und wie jeder große Konzern soll es ja auch Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich hätte mich verhört und sie hätte Sven Philipp Kindler gesagt. Ich dachte, jetzt kommt John Philipp Kindler, aber einfach falsch benannt eingeblendet, Na. Wie er so einen Short dazu macht. Aber ich finde, das reicht auch als Eindruck, um halt von so den allgemeinen Punkten. Ne, also, das ist im Prinzip jetzt auch übrig geblieben von so einer allgemeinen Diskussion rund um die EM. Also. Ich meine, es ist ja natürlich auch klar, dass es halt einen Unterschied gibt, ob die EM in Katar ausgetragen wird oder in Deutschland von der Kritik her. Aber gleichzeitig erlebt man dann, finde ich, auch trotzdem, dass es in der öffentlichen Debatte und in der Berichterstattung von deutschen Medien dann doch auch sehr große Unterschiede dazu gibt, dass es halt nun mal dann hier in Deutschland stattfindet. Ja, klar. Das ist ja offensichtlich. Ja. Man hat ja auch keine... Ja, teilweise... gab es ja auch schon eine grundsätzliche Kritik, die sich dann an Katar nochmal entbrannt hat. Mhm. Also da muss man auch sagen, das ist dann wieder faszinierend, was für geringe Problematisierung es hier vor Ort gibt. Und, ja, danke dir, Papagei, dass du das nochmal reinschreibst. Was soll ich gerade sagen? jetzt hat mich das rausgebracht. Gleichzeitig finde ich es dann auch faszinierend, wie wieder hier eigentlich das, was ich vor allem an kritischen Stimmen dazu gelesen habe, inzwischen auch eher von rechts kommt. Mhm. Dass dann rechte Leute eben sagen, dass sie sich jetzt die EM auch in Deutschland nicht mehr weiter angucken, weil sie auch da wieder finden, dass eigentlich zu viel das wieder mit liberalen, linksliberalen Werten aufgeladen wird und dass die Mannschaft nicht meine Mannschaft ist. Aber wenn man sich das auch so ein bisschen anschaut, eine wirklich umfangreiche Kritik von links gab es meiner Meinung nach auch eigentlich recht lange nicht. Also ich bin ja tatsächlich sehr froh von der Außenwirkung, dass eigentlich die größten Formen linker Kritik, die es an der EM gab und vor allem Praxis auch gegen die WM gab, eigentlich aufgehört haben. Nämlich dieses unsägliche, die ganze Zeit einfach nur drauf rumhacken, dass die Leute jetzt Partypatrioten sind und irgendwie denen die Deutschlandfähnchen vom Auto abknicken und so. Weil das einfach primär dazu geführt hat, dass Leute sehr abgefuckt auf uns waren. Klar. Und es halt auch meiner Meinung nach irgendwie dann immer zu kurz greift, was wir auch eigentlich in der aktuellen Bezugnahme beispielsweise auf die EU sehen oder eigentlich das auch diese ganzen, wie wir das mal in unserer Nationalismus-Folge, also zum deutschen Nationalismus angesprochen haben, dass auch diese vielen Hoheitssymbole Deutschlands eigentlich gar nicht mehr den gleichen Wert haben für die, die sich so ideell auf diesen Staat beziehen. Und da hat man dann eigentlich primär dafür gesorgt, dass alle Leute einen ziemlich scheiße fanden. Mhm. Und das war ja auch wirklich das, woran sich hauptsächlich aufgehangen wurde. So. Ja, ich lese mal vor, was Corpo reingeschrieben hat. Die EM ist halt letztendlich eine Projektionsfläche des liberalen Nationalismus. Der Moderator des Deutschland-Schottland-Spiels hat es ziemlich gut zusammengefasst. Ganz nach Einigkeit und Recht und Freiheit und Vielfalt. Und ich denke auch, das wurde ja auch ganz kurz in dem Beginn von dem Zeitbeitrag gesagt, dass das jetzt halt auch ganz gut kommt mit der EM angesichts so von halt auch innenpolitisch einer schwierigen Lage für Deutschland. Das ist einfach die Möglichkeit, alle wieder so ein bisschen zusammenzubringen und auch diese ganzen innenpolitischen Verwerfungen wieder zu überdecken. Und das hängt dann auch, denke ich, davon ab oft, ne, dass
wie weit dann halt so eine Mannschaft auch kommt, wie gut das gelingt. Also das fand ich auch immer ganz gut als Beispiel mit Brasilien, wo es ja sehr große, sehr, sehr, sehr große soziale Proteste gegen diese WM halt gab und wo ja absurde Scheiße halt auch passiert ist in Brasilien von so Zerstörung von Favelas und so weiter. Und man konnte wirklich sehen, wie die nach und nach halt, so weiter Brasilien gekommen ist, halt abgenommen haben, diese Proteste. Und daran sieht man einfach, dieses Brot-und-Spiele-Ding ist natürlich sehr, sehr relevant in dieser Frage. Und auch wenn es hier keine großen Proteste gegen die EM gibt, wird es halt, umso weiter Deutschland kommt, auch zu einem, ja, zu einem Boost einfach für die aktuelle Politik führen. Das ist einfach so. Das ist halt immer die Frage. Ich glaube, es ist sehr länderspezifisch, worauf man da hoffen soll, weil im Endeffekt ja sehr klar ist, dass eigentlich aktuell ist es sehr stark eben von rechts, dass das alles in Frage gestellt wird und sich eigentlich dagegen gewandt. Das war ja auch schon in Katar so mit der Mannschaft, dass es da eigentlich sehr gut war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie weit Deutschland bei der WM gekommen ist, aber war es in Vorrunden aus? Weiß ich nicht. Ich meine, also ich habe es zumindest so im Kopf, dass es da eben sehr große Jubelschreie gab und dass das eben ein großer Erfolg eigentlich für die AfD war, dass sie zu nutzen wussten, hier Deutschland stellt sich damit so auf und siegt dann also so oder so, egal was eigentlich bei der WM, bei der EM jetzt passiert. Wir werden nicht als Sieger hervorgehen, ob es jetzt zu einem deutschen EM-Titel kommt oder zu einem Vorrunden aus. Das politisch werden wir das nicht für uns nutzen können. Aber es ist natürlich immer wichtig, wie du es beschrieben hast, diesen Effekt dann im Kopf zu haben, weil teilweise war es ja auch, ne? Wenn man sich das anschaut, geschichtlich so, dass dann in einer sehr angespannten Klassenlage beispielsweise man dann sich wieder aufs nationale Kollektiv zusammenschließen konnte. Genauso wie es dann auch teilweise in antiimperialistischen Kämpfen oder so ein sportlicher Sieg ist dann auch war oder auch in der Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und kapitalistischen Staaten ist dann auch genauso ein Sieg war, der dann eben einen progressiven Charakter haben konnte. Aber da habe ich mich noch nicht auf einen aktuellen Favoriten jetzt festgelegt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, es kommt am Ende genau dabei raus, was du gesagt hast. Wir können da halt nichts gewinnen, so in dieser Situation. Und es ist einfach eine Sache von, ja, sich möglichst neutral dazu zu verhalten, finde ich. Weil, wie du schon meintest, es bringt halt jetzt nichts, halt da die ganze Zeit irgendwie auf den Putz zu hauen und irgendwelche Proklamationen gegen diese EM halt loszulassen, weil halt für viele Menschen das halt eben einfach genau das ist, halt so ein Ausbruch aus dem Alltag. Es ist ja auch interessant, es kommen so viele Leute aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland. Man kann, was jetzt allein mit den Schotten und so gewesen ist, dann halt zusammen mit den Leuten halt feiern und so. Da ist ja auch viel dran, was halt plausibel ist, warum Leute das halt gut finden, ne? Warum Leute das halt interessant finden für sich. Von daher sollte man da jetzt halt nicht als Linker dann halt so über diesen großen Miesepeter spielen, aber natürlich die Ereignisse rundum, was halt passiert, einordnen. Und das werden wir, außer du hast noch was zum allgemeinen Part, jetzt auch machen. Wir werden mal jetzt in den lokalen Bereich gucken, was da so passiert ist. Und es ist einiges passiert, yo. Ich meine, das läuft ja noch nicht lange. Und es ist wirklich richtig viel passiert. Wir fangen ganz lokal hier in Dortmund an. Und zwar war das hier bei uns, ich weiß nicht, wie das so in euren Städten war, aber auf jeden Fall eine, ja, doch einiges an Diskussion, zumindest in der Linken und auch ein bisschen in der Stadtgesellschaft, dass halt eben Obdachlose verdrängt werden. Ist ja auch klar, in so einem Ereignis will natürlich jede Stadt dann sich möglichst herausputzen und Obdachlose sind ja sowieso, wenn ihr sowieso mal versucht, aus dem Stadtkern zu verdrängen, weil sie das gemütliche Konsumieren halt stören. Und in so einem WM-EM will man sich natürlich halt besonders gut darstellen. Wir können da auch mal kurz in den Beitrag reinschauen. Ich weiß nicht, ob wir den ganz gucken, weil der ein bisschen 2 Minuten 32, aber das ist ein ganz guter Beitrag, finde ich auch. Mozzi und Harald leben hier. Vor dem Dortmunder Hauptbahnhof auf der Straße. Gegenüber macht sich Dortmund hübsch. Für seine Euro-Besucher hat die Stadt sogar einen grünen Teppich ausgerollt. Und Mozzi und Harald machen sich Sorgen. Ich habe schon Angst, dass sie uns, während die hier ihre Veranstaltungen machen, dass sie uns hier wegtreiben und so. Ne? Und ich meine mal, wo sollen wir hin? Sollen wir in eine andere Stadt gehen oder was? Ja? Dortmund ist mein Zuhause. Ne? Ich will hier bleiben. Ich gehe nicht weg. Wir wollen ja gar nichts Böses. Wir wollen einfach nur einen trockenen Platz zum Schlafen haben. Mehr wollen wir gar nicht.
Die einzige Übernachtungsstelle für obdachlose Menschen in der Stadt sei ständig überfüllt, erzählt mir Harald. Also wo soll man noch hin? Das verstehe ich nicht. Und dann, wie gesagt, wir halten es hier sauber. Wir schlafen zwar hier, packen aber jeden Tag unsere Sachen wieder zusammen. In Dortmund gibt es viel zu wenig Schlafplätze für Wohnungslose. Das wissen Sie auch hier bei der Obdachloseninitiative Bodo. Die Stadt habe sich vor der Euro keine Gedanken über ihre Wohnungslosen gemacht. Man hätte jetzt über Containerlösungen zum Beispiel Leute unterbringen können, die möglicherweise dann eben auch aus dem Stadtbild erstmal weg wären. Ja, das fand ich dann so, ich hatte mir den Beitrag schon einmal angeguckt, in dem Fall ein bisschen kritisch, so wie er das jetzt kommentiert hat, so mit diesem, weil er dann auch dieses Narrativ ja auch ein bisschen eingegangen ist. Also, ich meine, Bodo ist eine wichtige Einrichtung und so in Dortmund und so ähnliche Einrichtungen gibt es ja auch in vielen Städten, wird es ja bei euch auch geben, so Interessensvertreter von Obdachlosen und so, die bringt ja auch eine Zeitung, also Bodo ist ja eine Zeitung vor allen Dingen erstmal. Und dass er da so ein bisschen auf dieses Narrativ eingegangen ist, ne, so ja. Ja, klar, also natürlich schreibt man dem dadurch eine gewisse Richtigkeit erstmal zu, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, das wäre ja was man auch fordern könnte, ja, wenn ihr euch schon als so da präsentieren wollt, dann macht wenigstens so das absolut Minimale und am Ende des Tages auch, das darf man dann natürlich nicht so rumwenden, ist es ja auch nichts, was wir irgendwie, also aus einer Sozialromantik toll finden, wenn Leute irgendwie auf der Straße schlafen müssen, weil es dann irgendwie ganz viel Wildheit, Dreckigkeit und Unangepasstheit irgendwie zeigt, sondern die Leute leben da ja wirklich in elenden Zuständen. Und das muss man ja auch sagen, das ist ja eine Diskussion, die zieht sich schon recht lange durch Dortmund. Es gab schon Vorstöße von eben einem Verband aus den unterschiedlichen Geschäftsführern in der Innenstadt, die sich da mit einem Sicherheitsunternehmen auch zusammengeschlossen haben, um das eben alles stärker zu kontrollieren. Die Polizei geht da auch härter drin vor, weil wir einfach sehr, sehr viel Obdachlosigkeit in Dortmund haben und auch sehr viel offenen Drogenkonsum. Also es passiert regelmäßig, dass du irgendwie in Dortmund um eine Ecke gehst und dann konsumiert irgendjemand oder was mir auch schon zweimal passiert ist, jemand pustet dir irgendwie versehentlich ein bisschen Rauch irgendwie ins Gesicht oder so, oder Leute konsumieren, während da Familien lang gehen. Das ist halt alles auch in einer sehr abgefuckten Situation. Mhm. Und wie die auch schon geschrieben haben, das liegt einfach in der unfassbar schlechten Versorgungslage, die es hier gibt und die auch natürlich jetzt währenddessen nicht verbessert wurde. Und Red Hat, du hast es ja reingeschrieben, in Paris wurden anlässlich der Olympischen Spiele ganz anders noch vorgegangen. Dort gab es ja wirklich eine Umsiedlung, ist, denke ich, noch nett formuliert dann an der Stelle, wo dann halt es wirklich eine Vertreibung einfach von Obdachlosen gab in die umliegenden Regionen. Und das ist halt einer der Aspekte, die man dann halt ganz konkret sieht. In Dortmund ist es natürlich jetzt nicht in der Form so krass, wie jetzt in Paris passiert, aber eben, du hast es ja auch schon geschrieben, Madrigal, dass es auch bei euch in Leipzig halt ähnliche Situation ist, dass dort eben nochmal härter gegen Obdachlose halt vorgegangen wird, was ja eh schon ein Problem ist. Ja, das ist einer der Ereignisse, die man, denke ich, thematisieren muss. Dann, da war ich tatsächlich aber selber dabei, Robert. Und zwar, genau, es gibt dann ja auch immer so Hooligan-Auseinandersetzungen rund um die EM, weil dann immer, ja, ist eine gute Möglichkeit, in andere Länder zu fahren und sich dann mal mit ausländischen Fans zu boxen, bla bla bla. Und und eine der Situationen von Italien gegen Albanien tatsächlich, was ja in Dortmund stattgefunden hat, das Spiel, war jetzt, dass hier 50 Personen aus einem Hooligan-Spektrum eben in Dortmund festgesetzt wurden. Es ist halt ein bisschen witzig, weil ich war tatsächlich da. Also ich war halt in der Innenstadt und habe die halt gesehen, wie die so in so einer Nebenstraße von der Hundertschaft eben diese 50er-Gruppe von stabil aussehenden Männern halt irgendwie so festgehalten wurde. Ja, deswegen habe ich es auf jeden Fall mal reingenommen, weil es tatsächlich eine Nachricht ist, die ich selber miterlebt habe. Ja, also ne, man merkt das natürlich, da werden ja sowieso noch
Sachen jetzt zu der Sicherheitslage nochmal ansprechen jetzt gleich. Aber tatsächlich ist das, was ich auch selber jetzt so mitbekommen habe, einfach diese massive Zunahme an Kontrollen natürlich. So, ja. Das hat ja mehrere Hintergründe, sowohl organisierte Kriminalität, auch Zunahme von Kleinkriminalität, Terrorgefahr, aber auch eben immer wieder dieses Abfangen von Fangruppen. Das war nämlich auch, dass ich jetzt das erste Mal so richtig krass gesehen habe, dass die gesamten Grenzübergänge zu den Niederlanden zu waren, weil einfach so ewige Rückstaus waren, weil jede einzelne Karre kontrolliert wurde. Das habe ich auch zumindest in die Richtung Deutschland, jetzt als ich mal wieder über die Grenze drüber bin, weil ich ja Familie dann an der Grenze habe, dass ich das jetzt nochmal so heftig gesehen habe. Mhm. Aber tatsächlich ist ja, was das Thema angeht, ist vergleichsweise entspannt, weil halt die russischen Fans halt draußen sind. Ja, es macht ja schon einen enormen Unterschied, weil bei der letzten, ich glaube, es war ja auch eine EM, ne? Bei der letzten EM gab es diese richtig absurden Ausschreitungen gegen englische, das müsste bei der letzten EM gewesen sein, wo es wirklich so riesige Massenschlägereien gab und die russischen Fans sind ja auch bekannt. Was halt, ja, sind ja nicht so die hohle Elite auf der Welt, ne? Ja. Ah, 2016. Ah, okay. Ja, ich hatte auch irgendwie im Kopf das ein bisschen. Aber ja, das war, da gab es ja, glaube ich, sogar fast Tote unter den englischen Fans. Das war echt ziemlich abgefuckt. Ja, dann gibt es natürlich auch die üblichen Begleiterscheinungen von solchen Events. Da gibt es jetzt natürlich auch die ersten Berichte von Hitlergrüßen und rechtsextremen Parolen in unterschiedlichen Ländern. Hier in Hitlergruß anscheinend in Warnemünde und Angriffe auf Polizisten und so weiter. Das ist das Übliche. Das hat, ich meine, man muss auch sagen, das ist natürlich jetzt alles auch in dem Zuge von der aufgeheizten Stimmung dann wieder, ne? Der Kulturkampf rund um Sylt und L'amour toujours. Und ich bin auch überrascht davon, dass ich bislang doch so wenig dazu gehört habe, dafür, wie das eigentlich jetzt aufgepeitscht wurde. Also ich weiß nicht, wie viele Berichte mir angezeigt wurden und wie viel ich gelesen habe zu dem großen Drama drum, wie jetzt alle versuchen, dass dieser Song nicht gespielt wird auf Public Viewing Veranstaltungen, damit es dann nicht dazu kommt. Ich meine, das zeigt dann auch immer, finde ich, spricht auch immer Bände darüber, was man von seinem eigenen Publikum eigentlich so hält und was man, wie die wohl so drauf sein sollen. Aber dafür ist es eigentlich echt vergleichsweise so wenig. Aber ne, die EM ist noch lang. Wer weiß, was wir da noch sehen werden. Ja, auf jeden Fall denke ich halt sogar, dass es potenziell auch in Teilen halt eine andere Entwicklung dann geben kann über die EM, weil man muss sich ja das ja schon so vergegenwärtigen, dass es dann auch im Kontext von dieser EM, dann gibt es ja schon immer dieses, okay, es kommen aus unterschiedlichen Ländern Leute halt zusammen und begegnen sich und so, das steht ja schon im Vordergrund. Zu Gast bei Freunden. Ja, ja, so ein bisschen. Und, da, ne, und das ist ja dann schon so ein Punkt, wo das auch, ich glaube, auf einigen Fanmeilen dann halt auch eher von so dem größeren Teil der liberalen Fans und so, glaube ich, auch nicht so geil empfunden würde, wenn man dann halt zusammen auch vielleicht feiert mit anderen Nationalmannschaftsanhängern und dann halt die ganze Zeit dieses Lied gesungen wird. Ich glaube, da gibt es dann auch schon noch so eine gewisse Resilienz dagegen. Und wir sehen, ob sich das halt dann so fortsetzt, dass es nur an einzelne Vorkommnisse gibt. Also ich meine, teilweise gibt es das, vielleicht hängt es auch immer natürlich von der jeweiligen Stimmung ab. Also die recht erfolgreiche WM 2014, wo ich beispielsweise selber auch noch, war ja auch noch in meiner Schulzeit, wo ich auch auf der Fanmeile gewesen war, wo ich mich auch noch daran erinnern kann, dass es tatsächlich zu sowas kam, wo eben aus einer Gruppe Jugendlicher Hitlergrüße gezeigt wurden und die dann, sagen wir mal, von ein paar älteren Herren zusammen auch mit den Söhnen, die mit denen unterwegs waren, recht ruppig dann von eben dem Public Viewing Event dann auch verwiesen wurden. Ja. Also sowas gibt es natürlich auch, ne, dass Leute dann, wie du sagst, aus so einer Haltung darauf keinen Bock haben und ne, man vergisst das natürlich auch immer, dass es jetzt nicht eine Situation ist von Regierung gegen Volk, was sich gerade eher rechten Inhalten zuwendet, sondern es auch immer noch die große Anzahl an linksliberal eingestellten Leuten gibt. Was es aber auf jeden Fall gab und wo es jetzt halt
was halt ich witzig fand bei diesem Artikel, der ja auch relativ neu ist, wo dann halt so eine Sammlung eigentlich von Vorkommnissen rund um die EM ist. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass darüber nicht berichtet wurde, aber was halt zum Beispiel in dem Artikel einfach nicht drin ist und gefehlt hat, es gab ja zwei dann halt tatsächlich dramatische Vorfälle rund um die EM. Und zwar gab es halt zwei Messerattacken, wo beide Angreifer auch getötet wurden. Zumindest bei dem einen auf jeden Fall der Angreifer getötet wurde und halt auch mehrere Schwerverletzte waren. Also jetzt hier in Sachsen-Anhalt, da gab es halt bei einer EM-Party ist halt ein Mensch, der glaube ich auch in einer Geflüchtetenunterkunft wohnt, halt dorthin gegangen und hat halt zuerst, glaube ich, gab es halt eine Auseinandersetzung in dieser Unterkunft, wo er halt jemanden halt getötet hat oder verletzt hat. Und dann ist er halt mit einem Messer zu dieser privaten EM-Party gegangen und hat da halt Leute schwer verletzt. Na genau, davor hat er dann in der Unterkunft einen anderen Mann erstochen, ne? Mhm. Also auch getötet, ja. Ja, so habe ich das auch mitbekommen. Das wird natürlich jetzt gerade dann heiß diskutiert, weil es sich auch wieder um einen Afghanen handelt. Mhm, auch ja. In einem ähnlichen Alter wie bei dem Angriff auf den Stürzenberger in Mannheim, wo ja auch der Polizist ermordet wurde. Und das hat natürlich dann jetzt auch viele Diskussionen wieder darum ausgelöst, weil es natürlich dann auch wieder in ein ähnliches Schema passt wie der Angriff in Mannheim. Und natürlich wird jetzt auch viel darüber spekuliert, ob es sich dort auch wieder um islamistisches Motiv handelt. Wobei man da ja jetzt sagen kann, da sehe ich persönlich jetzt noch nicht so viele Anhaltspunkte zu. Ja, und es gab dann halt eben auch noch so einen zweiten Vorfall, wo auch ein bewaffneter Mann halt irgendwie Leute angegriffen hat oder um sich geschlagen hat und der dann halt auch von Polizisten, also direkt an so einem Fanmarsch. Ja, von den Niederländern war das, an der Reeperbahn. Und tatsächlich ist es auch so, das Video, was man dort sieht, ich habe das auch schon gesehen, also sogar, glaube ich, ein längeres Video. Da kann man tatsächlich die gesamte Situation nachverfolgen, wo es dann auch zu den Schüssen auf ihn kam. Soweit ich weiß, wurde er ja jetzt nicht von der Polizei erschossen, sondern nur verletzt oder vor versucht, da einen Schach zu halten. Und der ist eben mit einer Spitzhacke oder einem Eispickel, glaube ich, auf Leute losgegangen und hatte auch Brandsätze, ich glaube, Molotow-Cocktail in der Hand und hat versucht, die Leute anzugreifen. Ich finde das auch total verrückt. Also ich kann jetzt nicht empfehlen, dass sich das Video anzuschauen, da, wie gesagt, dort eben explizite Gewalt gezeigt wird. Aber ich finde das total verrückt, weil er da wirklich mit dieser Spitzhacke eben rumrennt und so auch vorher schon Leute angegriffen hat. Und dann gibt es halt Leute, die einfach so dabei sitzen bleiben und sich das irgendwie so angucken. Also total, total verrückt wirklich, dieses Ganze. Und da, soweit ich weiß, ist jetzt auch noch gar kein Motiv irgendwie bekannt, was es damit auf sich hat. Da kann man jetzt auch ehrlich gesagt nur spekulieren. Und ich glaube, die Reeperbahn ist auch ein Umfeld, die kannst du endlos rumspekulieren, warum da jemand durchdreht. Ja, und ich meine aber, dass diese beiden Vorfälle zeigen halt trotzdem, dass es halt einfach im Kontext von so einem großen Ereignis, es stimmt ja einfach, dass dann auch so eine Sicherheitslage angespannter ist, weil einfach viele unterschiedliche Leute und über einen langen Zeitraum auch sehr viele Menschen halt auch unterwegs sind, auf der Straße sind und das natürlich auch dann sowohl halt theoretisch jetzt zum Beispiel von Islamisten genutzt werden kann, was in der Realität ist, aber auch dann einfach, selbst wenn das halt keine Islamisten jetzt in dem Fall sind, dann halt zu größeren Reibereien und größeren Gefährdungslage einfach kommt. Ja, da kann man wirklich auch nur das Beste bei sowas immer hoffen, gerade auch mit der angespannten Lage, was eben gerade aktuell den islamischen Fundamentalismus auf der Welt angeht, dass es da eben nicht zu Schlimmeren kommt. Da sind natürlich vor allem die Sicherheitsbehörden ja irgendwie schon monatelang am Plan und schauen sich das genau an. Da kann man echt nur hoffen, dass da in die Richtung nichts passiert. Ja, und das war so unserer Übersicht nach eigentlich so alles, was so grob bisher passiert ist. Ja. Und ich finde schon eine ganze Menge. Also echt. Zwei solcher schon auch heftiger Anschläge im öffentlichen Raum von Leuten, wo halt Leute massiv verletzt werden und so oder auch sterben. Ne? Dann, das ist halt schon krass einfach. Ja, und hoffen wir einfach, dass es jetzt nicht mehr zu sowas kommt. Ja. Aber auch die anderen Ereignisse waren ja auch nochmal interessant. Und ja, das war so ein bisschen der Überblick zur EM, was wir so dazu denken und was so die bisherigen Ereignisse waren.